Buenos dias, willkommen zu einem neuen Tag. Heute machen wir eine kleine Spritztour. Wir sind nämlich mit Regenschirm, weil es ist Regensaison und ungefähr jede halbe Stunde regnet es in Strömen. Aber wir gehen jetzt ein Häuschen angucken, das wir wahrscheinlich mieten werden. Wir sind jetzt extrem weit außerhalb und zufälligerweise haben wir einen Taxifahrer gefunden. Schaut mal. Der war jetzt rein zufällig bei uns im Apartment und jetzt haben wir den direkt mal geschnappt und fahren jetzt mit dem Taxi. Das kostet uns wahrscheinlich 2,50 Euro. Vielleicht auch 3 Euro. Vielleicht auch 3 Euro. Aber wir fahren jetzt in das Häuschen und das werden wir mieten. So, wir nehmen euch jetzt mal mit auf die Erkundungsreise. Also nochmal, wir sind hier in Mexiko. Wir haben keine Ahnung, was wir hier machen. Wir versuchen uns durchzuschlagen und bisher hat es ziemlich gut geklappt mit dem ersten Platz auf dem Mr. und Mrs. Riviera Maya. Herzlichen Glückwunsch. Gracias. Genau, so gekocht haben wir auch nicht. Also richtig Bodybuilding, Nomadenleben. Wir gehen nämlich unterwegs was essen. Hier gibt es sehr, sehr leckeres, gesundes Essen. Hier gibt es zum Beispiel ein Green Fit. Das ist wie ein Subway in gesund mit Salat und was nicht alles und Fleisch. Man kann sich alles wiegen lassen. Das heißt, Madame, egal was passiert, wir werden was zu essen finden. Ich werde nicht verhungern. Sie wird nicht verhungern. So, viel Spaß und los geht's. IFBB Pro Mike Sommerfeld wird präsentiert von Climax, dein Partner für Fitness Essentials. Fett, es ist ja perfekt. Noch ein Fernseher drin. Und Leute, jetzt haltet euch mal fest. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was das Ding hier kostet. So, wir sind jetzt angekommen. Zum Glück haben wir die Regenschirme dabei. Ey, jetzt hört es schon wieder auf. Also, nee, regnet immer noch. Das kommt immer so spontan aus dem Nichts. Aber Magic Umbrella. Ich weiß immer nicht, was das Spanisch heißt. Paraagua, glaube ich. Paraagua. Spanisch läuft so gar nicht. Shit. Amigo, mira, te voy a hacer el. Estoy haciendo el video. Tienen que poner aquí la mano para que les aparezca la. Jetzt haben wir hier ein Video. La clave es. Mira. Tada! Magic. You got it. Boah, wie schön. Guck mal. Oha, das ist ein Traumtrainer. Ich glaube hier. Übrigens, auch so ein mexikanisches Ding oder sagen wir ein nicht deutsches Ding. Wir kriegen einfach die Zugangsdaten fürs Haus und wir können rein und angucken und dann gehen wir wieder. Take it or leave it. Voll geil. Also ich liebe diese Mentalität. Die ist einfach, wir kennen uns nicht. Wir haben es nicht einmal gesehen, ne? Und trotzdem, krass, mega gut. So, gucken wir uns das Häuschen mal an, oder? Yes. Dusche. Sehr gut. Boah, guck dir die Küche an. Ich liebe es. Dicker, fetter Herd, richtig viel Platz. Haferflocken stehen auch schon da. Oh, also ganz ehrlich, da kann nichts mehr schief gehen. Haus Nummer 19 mit Haferflocken und Traumfänger. Okay, draußen kann man auf jeden Fall Wäsche waschen. Zeig mal. Das ist gut. Waschmaschine. Wieder dieses krumme Siphon oder dieses krumme Waschbecken, wie gewohnt in Mexiko. Wäsche aufhängen, sehr geil. Okay, und jetzt, wir gehen mal hoch, weil oben, wir haben zwei Stockwerke. Bin mal gespannt, wie es oben aussieht. Wasser steht auch schon bereit. Mikrowelle, großer Essbereich. Der Platz, an dem wir uns niemals aufhalten, auf der Couch. Hier ist auch kein Fernseher, also vielleicht wirst du doch auf der Couch liegen. Ja, stimmt, Fernsehen gucken wir eh nicht. Okay, komm, wir gehen mal hoch. Noch ein Riesentraumfänger, Schatz. Die Wohnung ist wie für dich gemacht? Ja, ich bleibe einfach hier. Übrigens, eine wichtige Sache, worum man sich immer gewöhnen muss, Kakerlaken. Hier. Glücklicherweise ist die schon tot, weil von Menschenhand kann man die nicht töten. Kakerlaken, die sind untötbar. Ein wunderschönes Schlafzimmer. Nochmal ein extra Bad. Boah, krass, hier ist endlich mal ein Spiegel. Fun Fact, gestern auf dem Wettkampftag, ich habe mich selbst nicht ein einziges Mal gesehen, weil es nirgendwo einen großen Spiegel gab. Ja. Und noch mehr Traumfänger. Krass, hier ist sogar noch mal eine Dusche, Schatz. Ich weiß nicht, noch ein weiteres Schlafzimmer. Und eine Schlafcouch. Und noch ein Bad. Der Fernseher ist dafür im Schlafzimmer. Das ist gut, den brauchen wir nämlich wirklich, weil vom Einschlafen gucken wir mal Fernsehen. Okay. Alter, das ist, also hier haben auf jeden Fall unsere Gäste einen Platz. Das ist sehr cool. Fett, das ist ja perfekt. Noch ein Fernseher drin. Und Leute, jetzt haltet euch mal fest. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was das Ding hier kostet. Im nächsten Video lösen wir das auf.
Also dann erzählen wir darüber. Ich glaube, Schatz, wie sieht's aus? Glaubst du, die Wohnung ist ja. geil, ja. ne? Ich hab voll Bock. Ich will sie haben. Ich auch. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, was so ein Haus kostet. 2 Stockwerke, 2 Schlafzimmer, 3 Bäder. Überkrass. Und das hier, meine Freunde, ist übrigens typisch Mexiko. Das ist einfach jetzt ein Kind auf der Straße und spielt im Regen. Oh Gott, ist es geil. Ein bisschen Luxus brauche ich tatsächlich. Ein bisschen Highlife, nicht Lowlife. Mit Lowlife kennen wir uns aus. Ist so, nein, aber ein Gefrierfach für Meal Prep ist extrem wichtig. Wir hatten zu Hause so ein riesen, eine Gefriertruhe, da haben wir dann einmal gekocht für eine ganze Woche oder zwei. Es ist zwar nicht dasselbe, aber ich meine, die passt wenigstens ein bisschen Essen rein und noch in den Kühlschrank und so, das ist schon geil. Gerade jetzt, wenn man die Olympia Prep startet, schon wichtig. Aber ey, das ist perfekt, wir haben Platz zum Kochen. Wir halten uns eh nur in die Küche auf, um ehrlich zu sein. I mean, look at this. Schön. Eine Sache stößt mir ein bisschen sauer auf. Also jetzt Thema wirklich Lowlife. Ganz ehrlich, Schatz, brauchen wir ein Riesenhaus? Nein. Ganz ehrlich, wir brauchen diese Etage und ein kleines Zimmer zum Schlafen, das war's. Also das könnte man hier auch locker halbieren, aber auf der anderen Seite, bei dem Preis ist schon, da kann man nicht Nein sagen. Erstens das und zweitens, wenn wir Gäste bekommen, ist schon cool, dass die dann einfach bei uns sein können. Ja, ja, wenn wir Gäste bekommen, du weißt, wie das läuft in Deutschland. Ah, wir kommen, wir besuchen euch und es kommt kein Schwanz. Wir haben ein Zimmer frei und dann ist cool. Wer kommen will, kann gerne kommen. Die Leute wissen ja Bescheid. Was machen wir jetzt? Gehen wir was essen? Gut. She is, you know, the dream catcher, like, she was totally in love. Yeah. As we entered the house, she was like, oh man, we need to take it. She was not one step in, but she said, oh, we need to take it. You know, I was talking. Jetzt haben wir was richtig Cooles entdeckt. Wir wollten jetzt gerade wieder gehen. Und Achtung, haltet euch fest, wir haben hier nämlich ein Fitnessstudio mit drin. Super cool. Und noch geiler, ich zeige euch jetzt mal diese typische mexikanische Mentalität. Weshalb ich Mexiko so liebe. Nur mal angemerkt, es regnet gerade. Also wie man im Pool sehen kann, regnet es. Und die chillen einfach drin. Weil scheiß drauf. Und da drüben ist eine Grillfeuer. Es ist einfach cool. Das ist das Gym. Ist zwar jetzt nicht riesig. Da sind ein paar Cardio-Geräte drin. Multifunktionsgerät haben wir hier. Notfall-Gym. Ein paar Kurzhanteln. Ist echt geil. Der Lichert ist schon wie für uns gemacht. Ja. Ne? Coole Leute. Ich glaube, die sind auch wirklich cool drauf. Wenn man sich da dazusetzt, dann wird es natürlich halt ein lustiger Abend. Ich glaube, die sind auch ganz bunt gemischt. Also wie wir es gewohnt sind. Gestern Abend wurde es spät, wir haben also nicht mehr gekocht. Jetzt sind wir beim besten Restaurant, wenn es um Diät geht, und zwar bei Subway. Was gibt es zu essen? Ensalada con pollo. Ensalada con pollo y pollo estilo teriyaki, 30 cm, also ein Sub für mich, und für die Kleine gibt es einen Salat. Es ist eines der wenigen Restaurants, wo ich bedenkenlos eigentlich essen gehen kann, wenn ich Diät mache. Und jetzt suchen wir uns mal einen Salat aus. Draußen regnet es in Strömen, wir sind klitsche nass. Wir haben uns dann noch ein Taxi genommen für die letzten 10 Minuten, und jetzt sind wir... Ja, das waren knapp 2 Kilometer. Wir gelaufen sind. Wir hätten laufen müssen. Ja, noch 2 Kilometer im Regen. Jetzt sind wir im Plaza Americas. Das ist ein, so eine Mall, so ein Einkaufszentrum. Und hier gibt es so eine Fressecke hier. Gibt alles Mögliche, aber das einzige gesunde ist hier Subway. Nee, ich bin Mr. Subway. Kennst du noch die von Burger King, diese Kronen? Ja. Hast du die auch bekommen als Kind? Ich war als Kind nicht dort. Ich schon. Oft. Was gibt es bei dir? Gurke, Tomate, nur Gesundes. Nein, sieht man doch. Ernsthaft. Das ist ein Cookie, den es in Deutschland nicht gibt. Das ist ein mit Nuez, mit Nüssen. Live-Tasting? Eine 6. Kommt 10. Ganz gut. Nicht atemberaubend geil. Da gibt es geileres. Marke sieht das zum Beispiel. Während ich auf der Suche nach neuen Meal Prep Boxen ist, stehe ich hier beim Mecca und suche mir ein leckeres Teilchen aus. Look at this. Ich meine, ich kann es zwar nicht essen, aber immerhin kann ich dran riechen. Die Entscheidung ist gefallen. Das Wetter wurde bis jetzt nicht besser, aber wir sind jetzt in einem Kollektivo, da zahlt man 50 Cent und kann quasi durch die ganze Stadt fahren. Man weiß eigentlich nie, wo man rauskommt. Die haben vorne an der Wand, also vorne am Fenster geschrieben, wo er ungefähr halten könnte. Wenn man Google Maps öffnet, weiß man auch, wo man ist ungefähr. Und ich denke, so in 4 Minuten müssen wir versuchen, hier auszusteigen. Dann sind wir knapp an Oms Restaurant. So ist der Plan. Also aus Bob.
Es tropft im Bus und die Türen und Fenster sind offen. Die sind ein bisschen lockerer, was den Regen anbetrifft hier. Letzte Karpfenmahlzeit. Finally. Staffel Reis essen. Erstes Mal, glaube ich, dass wir bei eurem Restaurant so mit Reis essen darf. Und das letzte Mal. Guten Appetit, Schatz. Dankeschön. Das ist übrigens ein, was für ein Chutney? Mint-Chutney. Ein Mint-Chutney. Chutney. Das kommt jetzt genau da drauf. Und dann kriege ich auch noch so ein cooles Naan-Bread. Das ist so ein Brot mit Garlic. So, buon provecho. Gracias. Another day in the box. Another day in the kitchen. Wir haben, wie viel haben wir? 11 oder so? Ja. Ja, auf jeden Fall, wir machen jetzt noch Meal Prep, weil nächste Woche ist Peak Week, also ordentliche Peak Week. Und ja, in dem Sinne, gute Nacht, buenas noches und bis zum nächsten Mal. You heard it.